Herzlich willkommen zu einer neuen Kanalvorstellung von mir. Ja, ich mach mal wieder eine Kanalvorstellung. Ich habe zwar gesagt, ich mache keine mehr, aber ich habe mir jetzt noch zwei Kanäle ausgesucht, die ich jetzt noch vorstellen möchte. Einen davon mache ich in dieser Folge und ihr seht auch schon im Videotitel, um wen es sich handelt. Aber ich will nur mal gesagt haben, dass ich halt quasi nur noch zwei mache. Einmal diesen hier und dann noch einen. Und dass ihr mir bitte, bitte keine Anfragen schickt dafür, ob ihr vorgestellt werdet. Weil im Grundsätzlichen mache ich das ja eigentlich gar nicht. Ich habe das nur damals angefangen, habe Julia Twin vorgestellt, weil ich mich gerade versucht habe, gemerkt, ja, es ist nicht so meins. Dann habe ich diese Top 10 Videos gemacht. War ganz lustig, aber dann habe ich mir auch gesagt, nee, ist nicht so deins, lass es lieber. Deswegen mache ich sowas eigentlich nur noch für jetzt für Leute, wo ich sage, ja, da muss es einfach sein. Und den ersten, den ich mir, oder den ersten der beiden, den ich mir heute ausgesucht habe, ist der Marcel Enigma. Ja, der Kerl ist einfach göttlich. So, wo fange ich an? Wir gucken uns das mal die Startseite von seinem Kanal an. Ja, und springt schon mal direkt ins Auge. Sei empfohlene Videos, ja gut, das ist ja, weil ich wahrscheinlich was ist mit so YouTube halt. Auf jeden Fall, neueste Videos, es ist nicht viel vorne, aber das Wichtigste ist vorne. Punkt. Wir haben hier neueste Videos und so weiter. Und halt empfohlen, letzte Aktivitäten. Wunderbar. Einfach wunderbar. So wie ich es bei jedem gerne sehen möchte. Gucken wir uns mal, wie sein Upload so ist. Videos. Ja, so YouTube hat sich wieder total verändert. Hier, Playlisten, das gehört eigentlich gar nicht hierher unter Videos, aber. Oder bitte die positive Werte der Videos gehört eigentlich gar nicht hierher, aber. Egal, machen wir es einfach so. Gehen wir auf Uploads. Ja. Vor drei Tagen. Wunderbar, Upload. Wunderbar. Er lädt, wie nennt er das? Ich vergesse, wie man das nennt. Er lädt regelmäßig hoch, was schon mal wunderbar ist. Und wenn er nicht regelmäßig hochlädt, macht er gewisse andere Sachen. Aber darauf komme ich später zu sprechen. Wunderbar. Marcel Enigma. Zurzeit, warte mal. Das sind seine derzeitigen Projekte. Wir gucken mal in die Playlisten. Wird er bestimmt irgendwo eine Playlist vorhanden sein, die man so sehen kann. Ja, das macht er zurzeit. Genau. Zurzeit laufen Soul Blazer. Soll übrigens demnächst wieder weitergehen. One Chance ist, glaube ich, soweit ich weiß, beendet. Das ist aber war ja nur was Kurzes. Mein Test ist unter anderem ab und zu mal. Dann so gewisse kleine Mini-Horror-Games wie SCP zum Beispiel, wie man ja sieht, SCP 087B oder SCP Containment. Hat auch mal Spelunky gespielt. Ich weiß nicht, ob es noch weitergeht. Ein bisschen älter ist I'm Flying to the Moon. Das empfehle ich übrigens. Das finde ich bis jetzt noch einer der besten Projekte von ihm. Wunderbar. Hat mir einfach sehr gefallen. Das Spiel ist nicht das Beste, aber er kommentiert es einfach geil. Einfach, godlike. Er ist einfach scheiße. Er ist einfach Gott. Das musste ich jetzt einfach bringen. Ich weiß, dass er darauf jetzt wieder irgendwelche Scheiße in die Kommentare schreibt, aber er ist einfach godlike. Tut mir leid. Es ist einfach so. Gehen wir mal in Diskussion.
Gucken wir mal. Und da springt uns direkt ein Kanal ins Auge, den ich gar nicht sehen will. Nee. Ja, hier wird rege kommentiert. Das gefällt mir. Ja gut, rege. 27 Kommentare ist nicht die Welt, aber es ist mehr als bei manch anderen Kanälen. Finde ich toll. Ach, egal. Über uns. Was schreibt er so über sich selber? Unbezahlbar günstig, aber nicht billig. Und ein Recht auf... Und er ist recht nicht umsonst. Egal. Könnt ihr alles selber lesen. Hat mir schon mal jemand gesagt, ich soll das nicht unbedingt über alles vorlesen. Auf jeden Fall... Ja. Genau das macht ihn einfach besonders. Er... Let's Play die Spiele nicht nur, und er bringt auch seine eigene Art vor allem mit rein, so richtig, und lässt den Komiker raus, wenn man so will, manchmal. Also er ist, also man kann eigentlich, wenn man so will, bei jedem Video irgendwie, bei irgendwas, über irgendwas auch lachen. Also einfach witzig ohne Ende, und manchmal erzählt er auch sehr viel über sich selber und sein Leben, wie zum Beispiel in seinem 5 Jahre Let's Player-Dings da, wobei es darum ja auch ging. Aber grundsätzlich macht er das manchmal in seinen Parts, was er so halt erlebt hat und so weiter. Erzählt er auch manchmal. Das finde ich cool bei ihm, weil das macht halt nicht jeder so da. Viele sagen sich, ja, mein privates Leben lasse ich lieber raus aus den Videos und sagen, das ist jetzt nicht schlimm, dass man das sagt, aber ich sag mal so, jeder handhabt das halt so, wie er es gerne möchte. Und er macht es halt so, was ich auch toll finde. Dann haben wir hier noch einige Links, unter anderem Livestream-Kanal, den ich jetzt mal öffne. Ich will aber erstmal den Dings hier muten, weil nicht, dass mir die Werbung in Dings krüllt, das will ich natürlich nicht. So, weil bei Twitch kommt immer Werbung. Ist egal. Dann haben wir hier noch ein paar Links zu irgendwelchen YouTube-Channels, da gehe ich jetzt nicht drauf, weil das nicht hier dazugehört, oder das... Hier geht es allein um Marcel Enigma. Punkt. Hier hat er noch seine Top 25 Let's Player, laut seiner persönlichen Meinung. Die er, was hat er gesagt? Ich glaube, hat er in seinem Video gesagt, jeden Monat, keine Ahnung. Irgendwie, da wird auf jeden Fall regelmäßig aktualisiert, die Liste. Ich bin da übrigens auch drin auf Platz 6. Da bin ich. Nee, aber auf jeden Fall. Und hier sind seine Abos noch. Bevor wir uns eins seiner Let's Play Videos antun, hätte ich beinahe gesagt. Anmachen. Bevor wir eins seiner Let's Play Videos ansehen, sage ich vorweg, es ist kein Fehler, ihn zu abonnieren. Abonniert ihn, liked ihn, teilt ihn. Macht, was ihr wollt, hätte ich mal gesagt. Nee, macht es einfach. Es ist einfach, es lohnt sich einfach. Hier gibt's einen Kanal, der es einfach drauf hat. Und seine Livestreams sind auch göttlich, die übrigens auch regelmäßig stattfinden. Wollte ich übrigens nochmal erwähnt haben. Da. Jetzt zeige ich euch erstmal noch den Livestream-Channel. Gut, es gibt ja nicht viel zu zeigen. Hier, Marcel Enigma halt, Livestreams. Er macht größtenteils den Let's Plays, den er auf YouTube macht, macht er hier auch auf dem Channel. Auf dem Livestream-Channel. Er macht dann immer so eine Aufnahme-Livestream, nenne ich ihn mal, wo er quasi das Spiel spielt. Wenn man so war, in dem Fall zum Beispiel Soul Blazer. Nimmt, keine Ahnung, eine Stunde, zwei Stunden auf, keine Ahnung. Oder Stream 2 Stunden oder so ähnlich.
kann er gerne mal in die Kommentare schreiben und wie er es genau habe. Ich bin da jetzt nicht so genau drin, aber auf jeden Fall, er streamt so ein bis zwei Stunden, ne? Und das lädt er dann auf YouTube hoch, indem er, also quasi, Twitch speichert das quasi und dann lädt er das quasi auf seinen YouTube-Kanal hoch. Punkt. Aber nicht alles, wohlgemerkt. Es gibt auch Twitch-exklusive Sachen, die nur für Twitch sind. Können wir mal reingehen? Weil es sind nämlich alle auch wunderbar. Kann ich nur empfehlen. Zum Beispiel, den er heute gemacht hat. Oder vor gestern gemacht hat, weil wir haben seit 5 Stunden haben wir eigentlich schon wieder Sonntag, haben wir Sonntag? Ja, seit 5 Stunden haben wir Sonntag. Ja, wir haben seit 5 Stunden Sonntag. Und, naja. Also hat er quasi vor ein paar Stunden erst beendet. Hier steht ja vor 8 Stunden, oder? Was, vor 8 Stunden? Doch, vor 8 Stunden hat er den Stream gemacht, auf jeden Fall. Ja, hat er ungefähr angefangen, auf jeden Fall. Der war auch göttlich, also. Und die ganzen Mario-Sachen sind auf jeden Fall momentan Twitch-exklusiv. Hier, Super Mario Land 2 hat er komplett in einem Run durch. Fast durch, er hat nur das letzte Level noch nicht ganz geschafft. Mario Land 1 hat er in einem Run durchgemacht. Hat gar nicht mal so lange gedauert. Ist aber auch, ist alles Twitch-exklusiv. Steht auch bei jedem immer da, ob es Twitch-exklusiv ist. So, Mario Bros. Hat er sich probiert. Zweimal. Und zweimal versagt. Ja. Egal, auf jeden Fall. Nee, er ist auf einem. Was ich sagen wollte, er ist einfach genial. Er mag bei Super Mario Bros. Versagt haben. Aber er dafür, dass er so scheiße spielt, kommentiert er umso geiler, sage ich jetzt mal. Er ist einfach. Du lachst dich tot dabei, wie er sich einfach doof anstellt. Ich sitze da manchmal hier da und denke mir so, willst du mich eigentlich verarschen? Aber es. Also, ihr müsst ihn euch ansehen. Er ist einfach genial, der Kerl. So, jetzt geben wir uns einfach mal eines seiner Videos. Guck ich mal, ob ich irgendwas finde, was so ein bisschen das widerspiegelt, was ich hier gerade so erzähle. Das Ganze ist jetzt hier wirklich unvorbereitet, einfach nur auf die Schnelle gemacht, sag ich jetzt mal. Weil ich diese Vorstellung unbedingt mal machen wollte und ganz ehrlich, mal ein bisschen zu spoilern, er wäre sogar in meiner Top 10, die ich jetzt nicht abgebrochen habe. Die Top 3 sogar drinne. Wobei es dann schwierig geworden wäre, wenn er Platz 2 gewesen wäre, oder Platz 2 und Platz 1 gewesen wäre. Nee, aber auf jeden Fall, er ist einfach, wie gesagt, genial. Er ist einfach wunderbar. Wir gehen jetzt einfach mal in Part Nummer 4 von I'm Flying to the Moon. Wartet. Wir klicken einfach mal mitten ins Bild, wollte ich gerade sagen, ins Video. Und dann wollen wir mal hier anmachen. Ich werde mich jetzt nicht stumm schalten, was ich sonst immer gemacht habe, aber egal. Hört es euch einfach an. Es ist godlike. Na gut. Egal, hört es euch mal an. Bis gleich. Da, mein Body Armor hat es nicht mitgemacht. Upgrades! Gucken wir mal. Armor. Radar, Aerodynamik, wunderbar.
Wir haben echt schon so eine kleine Hightech-Rakete. Ich hoffe, das bleibt auch so. Dass wir so immer weiter, so ein kleines Stückchen immer weiter nach oben kommen. Daran sieht man den Erfolg. Immer ein Stück weiter nach oben kommen. Wow, weg. Wow. Wow, aufpassen. Oh Gott, 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 Boost. Nicht hadern, nicht zögern, nicht zaudern. Einfach Boost nehmen, gut ist. Boah, hier ausweichen. Schön ausgewichen, Enigma, schön ausgewichen. Wow, Nelly. Wow. Nein, am Geld vorbeigeschrammt. So, hahaha, Moment. Nein, was mache ich denn? Nein. Halt, 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 halt. Gehst du nach oben? Nein. Halt. Nein. Okay. Ich weiß, man kann jetzt in dem kleinen Clip nicht viel dieser Sachen erkennen, die ich gerade eben alle erzählt habe, aber man muss ihn einfach länger verfolgen und alles von ihm gesehen haben, um zu wissen, wie genial der Typ einfach ist. Also sein Humor geht manchmal zwar ganz gewaltig unter die Gürtellinie, was ich bei manchen Mario-Streams gemerkt habe, weil ich bin ja des Öfteren dabei im Chat. Oh. Aber es ist einfach, wie gesagt, göttlich. Man muss ihn sich einfach antun. Er ist einfach genial. Man kann diesen Kerl einfach nur feiern. Ach. Ich weiß nicht mal, was ich dazu noch sagen soll. Es ist einfach genial. Abonnieren, teilen, liken, kommentieren. Was kann man noch machen? Ach. Keine Ahnung. Macht Werbung, macht Videos so wie ich. Also jetzt. Macht ein Video über ihn. Abonniert ihn. Und so weiter und so fort. Abonniert ihn, kommentiert ihn, liked ihn, bla bla bla. Alles Mögliche. Der Kerl ist genial. Ich glaube, ich habe jetzt in diesem Video, der Kerl ist so genial, so oft gesagt, dass es, glaube ich, die Leute schon wieder auf den Sack geht. Egal. Das Video war jetzt schon wieder viel zu lang. 18 Minuten, aber für den Kerl ist es mir wert. Tschüss. Und abonniert Marcel Enigma. Punkt.